Karl-Heinz. Du, ich glaub, hier schmeißt einer seinen Müll bei dir ins Feld. Es bleibt alles so, wie es ist. Ich bin sofort da. Okay. Hallo Nachbar. Doch, Karl-Heinz, jetzt guck dir den Unsinn doch mal an. Was die Leute sich dabei denken, sowas einfach ins Feld zu schmeißen. Das ist der gute Mais von Farmsaat. Unglaublich. Dass der schon so weit sein würde, hätte ich nicht gedacht. Aber er sieht gut aus. Wir können ernten. Was machst du denn da jetzt? Na, ich probiere, ob es schmeckt. Das hat irgendwer da reingeschmissen und du trinkst das Zeug auch noch. Mhm. Was, wenn da Hunde drauf gepinkelt haben? Da war bestimmt kein Hund dran. Das würde ich dann schon schmecken. Die hier sind ganz frisch. Ganz frisch? Du hast wohl frisch einen am Helm. Ha? Probier mal. Gut, dass ich pro Bier eingestellt bin. Und? Schmeckt's dir? Ja, kann man gut trinken. Na also. Ja, aber wie funktioniert das denn jetzt? Bier wächst doch nicht einfach so an der Pflanze, oder? Doch, doch. Schau hier. Vor über 150 Jahren, als der erste Biermais nach Europa kam, gab es noch keine Sä- und Erntemaschinen. Alles musste mühsam mit Hand gepflanzt und geerntet werden. Heute ist alles anders. Für alles gibt es Maschinen, sowohl für die Aussaat als auch für die Ernte. Bei der Bierherstellung wird die ganze Pflanze verarbeitet. Warum das denn? Damit die Maisaromen komplett in unser Bier gelangen. Die Flasche wird dabei separiert und aussortiert. Wie das denn? Mit dieser Maschine. Schau her. Früher haben Erntehelfer jede Flasche einzeln gepflückt. Das ist aber viel zu anstrengend und zu aufwendig. Heute gibt es dafür Maschinen. Und da ohnehin mehr Fassbier getrunken wird, wird der Mais frühzeitig gehäckselt und in ein Silo gefahren. Ja, und dann liegt der Mais in einem Silo. Ist aber dann immer noch kein Bier draus geworden. Das stimmt. Nach einer gewissen Zeit der Nachreife wird dieser Mais dann gepresst. Und wie funktioniert das genau? Das kann man sich im Kleinen so vorstellen. Der Mais kommt da rein und dann wird alles kräftig gepresst. Dieser Saft, der hier rausläuft, das ist unser Bier. Das muss natürlich noch gefiltert werden. Aber dann ist es fertig. Dann wird das Bier in Fässer abgefüllt und wir haben frisches Fassbier. Und hier wird es schon direkt fertig gemacht für den Versand. So entsteht also Bier aus Mais. Ganz genau. So entsteht unser Maisbier. Prost! Lecker! Dann liegt's wohl an der Firma Farmsaat. Sehr bedächtig. Ernte prächtig. Wir hoffen, dass euch dieses Video so richtig gefallen hat. Lasst uns einen Daumen da und helft uns, dieses Jahr noch unsere 100.000 Abonnenten auf YouTube zu erreichen. Und für unsere Fanartikel schaut ihr hier im Shop vorbei. Euch jetzt einen schönen Sonntag. Das hat irgendwer da reingeschmissen und du trinkst das Zeug auch noch. Mhm.